Herzlich willkommen zu unserem siebten Digital Health Talk Hannover. Unser Thema heute: Robotik in der operativen Medizin. Als Wirtschaftsstandort bietet Hannover Unternehmen tolle Möglichkeiten für die eigene Forschung und Entwicklung. Mit unseren Talks wollen wir Akteure des Gesundheitssystems miteinander vernetzen. Mein Name ist Melissa Jung. Ich bin Projektleiterin der Digitalwirtschaft. Sie arbeiten präzise, schnell und werden nie müde. Roboter. Und deshalb kommen sie beispielsweise bereits in der Unfallchirurgie zum Einsatz. Die neue Generation taktiler Roboter, also Roboter, die mit künstlicher Intelligenz und Sensorik ausgestattet sind, könnte einen Evolutionssprung für die operative Medizin bedeuten. Auch mein Gast Michael Frömel operiert bereits präzise Prothesen mit Roboterunterstützung. Er ist Oberarzt in der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am KRH-Klinikum Großburg-Wedel. Seit mittlerweile 8 Jahren arbeitet er mit dem Roboterarmassistenten Mako und seine Klinik ist in Norddeutschland die erste, die damit auch Hüften operiert. Hallo, Herr Frömel. Und an Hallo, Frau meiner Jung. Seite haben wir auch Frau Dr. Jasmin Grischke. Frau Grischke ist Oberärztin für zahnärztliche Prothetik und biomedizinische Werkstoffkunde an der MHH. Außerdem ist sie Projektleiterin der Robo-Natives-Initiative der RoboKind-Stiftung. Und mit der RoboKind-Stiftung haben sie auch bereits einen Innovationspreis gewonnen und sie arbeitet außerdem am Zentrum für Robotik im Gesundheitswesen. Ja, herzlich willkommen Sie beide. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind zu diesem spannenden Thema. Herr Frömel, Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten schon 8 Jahre mit diesem Roboterassistenzsystem. Wie erklären Sie denn jetzt den Patienten und Patientinnen, wie so eine OP abläuft? Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn Patienten zu uns kommen, dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Patienten. Einmal Leute, die sich darauf freuen, neue Technologien kennenzulernen. Und einmal gibt es dann Patienten, die dann so ein bisschen skeptisch sind, wenn dann der Name Roboter fällt, weil die denken dann, die werden vom Roboter operiert. Wir hatten so ein System in Deutschland oder ein ähnliches Robotersystem vor 20 Jahren schon mal, das hat tatsächlich selber operiert. Aber dem Patienten muss man einfach sagen, das ist ein Assistent für uns, der uns hilft, präziser und besser im OP zu arbeiten. Das ist wie ein Spurhalteassistent im Auto. Wir können im Endeffekt damit eine vorgegebene Spur, einen vorgegebenen Plan erstmal nicht verlassen, es sei denn, wir wollen das und der Roboter hindert uns daran, Strukturen oder Gefäße zu verletzen, was wir natürlich nicht wollen. Und der Roboter hilft uns dabei, hochpräzise die Implantate in den Körper einzubringen, so wie wir das händisch vorher nicht geschafft haben. Also ich höre daraus, die Vorteile liegen vor allem in der Präzision. Gibt es noch weitere Vorteile, vielleicht auch für den Patienten, die Patientin? Naja, die Patienten sind erfahrungsgemäß schneller auf den Beinen. Das ist das, was zählt und das ist das, was die Patienten dann im Nachhinein auch schnell merken. Die Beweglichkeit ist schneller wieder da, sie sind schneller auf den Beinen. Und sie sind schneller wieder rehabilitiert. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, das wir präziser implantieren können, sondern wir können uns auch schon vor dem Eingriff deutlich mehr Gedanken über die Operation machen als vorher, als wir händisch operiert haben, da wir natürlich für den Roboter einen Plan entwickeln müssen, den wir erstmal grob erstellen, um uns zu überlegen, welche Komponenten in welcher Größe platzieren wir wo, damit wir das optimale Ergebnis für den Patienten rausbekommen. Frau Dr. Grischke, auch Ihnen sind ja die Roboterassistenzsysteme nicht fremd und Sie sind so überzeugt davon, dass Sie Robotik und Technologie-Know-how gerne weitergeben möchten, dass Sie eben die Stiftung mitgegründet haben. War denn für Sie als Zahnärztin der Impuls, 2018 die Stiftung zu gründen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Frau Jung. Ich freue mich sehr, dass ich hier einmal unsere Arbeit, die Arbeit der RoboKind-Stiftung vorstellen darf. Wir haben tatsächlich 2018 die gemeinnützige RoboKind-Stiftung gegründet, vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft befindet sich im Wandel und unsere Fachkräfte von morgen müssen darauf vorbereitet werden, auf diese Transformation der Arbeitswelt. Und das auch ganz speziell im Gesundheitswesen, denn wir sehen, hier gibt es einen immer größer werdenden Fachkräftemangel.
Und Robotik kann in Zukunft ein wichtiger Hebel sein, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und dafür müssen wir natürlich unsere Fachkräfte entsprechend ausbilden, damit das dann auch passieren kann. Und ja, die Motivation, die Robokind-Stiftung selber zu gründen, basiert darauf, dass mein Bruder, Professor Sami Haddadin, er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Robotik. Er hat 2017 den Deutschen Zukunftspreis gewonnen für die Entwicklung eines taktilen Roboters. Und hat dieses Geld dann des Zukunftspreises dafür verwendet, die Robokind-Stiftung ins Leben zu rufen. Jetzt haben Sie schon das magische Wort eingeworfen, der taktile Roboter. Was hat es denn damit auf sich? Genau, ja, wir kennen ja Roboter schon aus den 70er Jahren, vielleicht sogar etwas früher, schon aus der Automotive-Produktion. Also wer das mal gesehen hat, wenn man in so einer Autoproduktionshalle war, der weiß, wie furchteinflößend so ein Roboter ist, der dort arbeitet. Also das sind riesige Stahlkolosse, die ganz präzise, das Wort fiel ja auch schon, ihre Arbeit verrichten. Und zwar ganz, ungeachtet dessen, ob ihnen irgendetwas in den Weg kommt, auch ein Mensch. Es wäre verheerend, wenn also ein Mensch in so eine Produktion einfach reingeht. Deswegen sind diese Roboter hinter Schutzzäunen und vom Menschen strikt getrennt. Und jetzt gibt es eine ganz neue Generation von Robotern, bei denen das nicht mehr notwendig ist. Denn diese Roboter haben plötzlich eine integrierte künstliche Intelligenz, die sogenannte Taktilität, also Sensoren sind eingebaut, mit denen die Roboter ertasten können, fühlen können, was um sie herum geschieht und entsprechend eben auch auf unerwartete Objekte, die sich ihnen in den Weg stellen, entsprechend reagieren können. Sie haben schon so ein bisschen von Hemmschwellen gesprochen, die der Mensch vielleicht mit dem Roboter haben könnte. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie die Menschen zu Robo-Natives machen wollen. Was hat es denn damit auf sich? Genau, also ein Robo-Native ist im Grunde ein Mensch, der ganz ohne Angst, ohne Vorurteile, ganz natürlich den Roboter als Werkzeug verwendet. Und diese Menschen bilden wir aus, schon heute, insbesondere in Niedersachsen und gemeinsam mit den Roboterfabriken. Das sind Orte der Erfahrbarmachung für Robotik und dort werden Menschen mit diesen taktilen Robotern in Verbindung gebracht und können dort erst Erfahrungen sammeln und werden von uns auch ganz strukturiert ausgebildet. Dafür gibt es bei uns auf der Internetseite die verschiedenen Angebote für unsere Schulungen, die wir in dem Bereich auch machen. Zum Beispiel zum Operator for Tactile Robotics. Genau, Sie haben ja auch Kontakt mit dem Zentrum für Robotik im Gesundheitswesen. Vielleicht können Sie uns dazu auch noch ein bisschen mehr sagen, was das denn genau ist. Ja, sehr gerne. Ja, das Zentrum für Robotik im Gesundheitswesen wurde letztes Jahr von Herrn Staatssekretär Muhle als digitaler Ort Niedersachsen geehrt oder ausgezeichnet. Wir machen dort verschiedene Projekte, gefördert von der Region Hannover, vom Europäischen Sozialfonds und auch vom Wirtschaftsministerium, bei denen wir erproben und erforschen, wie Roboter, neueste Robotertechnologie eingesetzt werden kann in der Medizin. Zum Beispiel entwickeln wir dort Kurse für Pflegekräfte. Insbesondere arbeiten wir hier eng mit der KAH-Akademie, also mit der Akademie der Klinikum Region Hannover GmbH zusammen und auch mit der Medizinischen Hochschule. Ich bin ja selber auch an der MHH tätig und entwickeln dort Kurse für Studierende der Human- und Zahnmedizin. Und haben diese auch bereits erfolgreich erprobt. Das kommt super an bei den Studierenden. Also da ist ein ganz großer Wissensdurst da und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir als Robokind-Stiftung dazu beitragen können, diesen Durst zu löschen. Das ist ja sicher auch ein spannendes Thema für die Studierenden. Herr Frömmel, Sie arbeiten ja quasi täglich mit diesem robotergestützten Assistenzsystem. Was sind denn so Ihre Erfahrungen mit Robotik in der Ausbildung von Ärzten? Natürlich sind die ganzen jungen Kollegen hochinteressiert daran, das zu sehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man muss schon einige Erfahrungen mitbringen, damit man mit so einem System überhaupt arbeiten kann. Also der Roboter nimmt einem zwar einen gewissen Teil Arbeit ab, aber es gehört doch eine Menge Erfahrung dazu. Also es bringt nichts, vorher keine Prothesen vielleicht implantiert zu haben und dann darauf zu hoffen, dass der Roboter einen da schon durchführt und dass das dann alles toll wird. So ist es nicht.
Also man muss schon eine Menge Erfahrung haben, damit man dann den Roboter einsetzen kann, um dann noch besser zu werden. Aber die Leute fragen und die Assistenten fragen auch. Und wir haben auch Anfragen von außerhalb, ob junge Assistenten oder auch schon erfahrene Operateure mal zu uns kommen können und sich das angucken können, weil es ist eine neue Methode, die in der Medizin noch nicht so ganz bekannt ist. Und da wir als eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland so ein System besitzen, ist natürlich schon das Interesse groß. Also würden Sie sagen, wir haben da schon ein Ziel erreicht, indem wir das Interesse gestärkt haben bei den Studierenden und bei Ärzten und Ärztinnen von außen? Nee, oder müssen wir da noch mehr tun? Ja, das Ziel ist auf keinen Fall erreicht. Insbesondere muss man ja auch sagen, diese Roboter sind ja noch Raritäten bei uns. Also es gibt von unserem Roboter in Deutschland, ich meine, knapp über 30. Und das ist für ganz Deutschland, ist das ja verschwindend gering. Das liegt zum einen daran, dass die Roboter sehr teuer sind und zum anderen nicht refinanziert werden können, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht. Also wir kriegen nichts zusätzlich, weil wir einen Roboter verwenden, sondern wir zahlen eher noch drauf. Das ist ein großes Problem. Das verhindert auch die Verbreitung dieser neuen Technologie. Und das Ziel muss einfach sein, diese Technologie erschwinglicher zu machen, damit die ganzen Vorteile der Systeme, es ist ja nicht das einzige System, sondern es gibt noch andere Systeme, die ganzen Vorteile den Patienten dann auch zugänglich zu machen. Darum geht es ja, die Medizin zu verbessern, dementsprechend auch die Patientenversorgung zu verbessern. Und das ist im Moment noch ein Problem, weil wir an den Kosten scheitern. Sie haben gesagt, Sie zahlen drauf. Wie genau kann man das verstehen? Naja, zum einen muss man sich erstmal so ein Gerät leisten können. Also der Roboter, man sieht das hier hinten auf dem Aufsteller, den ich habe. Das ist ein kühlschrankgroßes Gerät, was ungefähr 400 Kilo wiegt. Dazu gehören Infrarotkameras und eine Computereinheit. Der kostet in der Anschaffung mit den drei Modulen, die wir haben, mit denen wir Prothesen operieren können, schon mal eine gute Million Euro. Das muss man erstmal wieder rein operieren. Dann haben wir, wenn wir mit dem Roboter operieren, natürlich auch Einmalmaterialien. Wir müssen den Roboter steril abdecken. Wir haben Sägeaufsätze. Wir haben unterschiedliche Materialien, die wir nur einmal verwenden können. Das kostet zusätzlich Geld. Also alles in allem ungefähr nur an Einmalmaterialien sind das 500 Euro mehr pro Patient, die wir nicht refinanziert bekommen, weil wir von den Krankenkassen kein Zusatzentgelt bekommen und nur das normale Geld bekommen, als wenn wir auch händisch eine Prothese einbauen würden. Hey. Frau Dr. Grischke, jetzt kann man ja die Roboter nicht nur eben in der Unfallchirurgie nutzen, sondern Sie sind Zahnmedizinerin. Vielleicht haben Sie ein paar Anwendungsbeispiele für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wie so ein Robotereinsatz aussehen kann. Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Jung. Das ist natürlich im Moment bei den meisten Patientinnen und Patienten noch nicht so bekannt, was es da für Einsatzmöglichkeiten gibt. Das liegt einfach daran, dass Frau Müller hat es ja gerade eben schon gesagt, die Roboter in der Anschaffung sehr, sehr teuer sind. Das hat sich jetzt mit der neuen Generation der Roboter so ein bisschen verändert. Die neuen Systeme sind eben deutlich günstiger und dadurch wird es jetzt auch, wir rechnen damit, dass es jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren tatsächlich auch ganz konkrete Anwendungsbeispiele in der Medizin geben wird mit diesen neuen Systemen. Im Moment befindet sich das aber zumeist noch in der Entwicklungsphase. Ich kann Ihnen aber berichten von einem System, das eingesetzt wird in der Implantologie. Da wird also so ein bisschen ähnlich wie bei den Hüftoperationen, da wird also ein Zahnimplantat mit Hilfe eines Roboters eingebracht, aber das ist auch im amerikanischen, europäischen Raum nicht als vollautonomes System zugelassen. Also da navigiert das der Roboter sozusagen nur den Operateur. Man plant vor an einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme, wo genau man das Implantat platzieren möchte. Und dann hilft einem der Roboter dabei, genau diese Position auch exakt einzuhalten, den Winkel und die Einbringgeschwindigkeit in der richtigen Größenordnung vorzunehmen. Sie haben im Vorgespräch auch davon erzählt, dass man natürlich in der aktuellen Lage auch Corona-Tests damit machen könnte. Das ist ja bekanntlich sehr unangenehm. Wird das mit dem Roboter besser? Ja, also das ist natürlich auch möglich. Also es gibt sogenannte autonome Corona-Teststationen, bei denen wird auch der taktile Roboter eingesetzt, um diese Entnahme, um die Probenentnahme zu machen. Und von den
Patientinnen und Patienten haben hier also erfahren, dass es, ja, dass es deutlich angenehmer sogar ist, als wenn es ein Mensch macht, weil dieser Roboter eben sehr, sehr taktil, sehr sensibel sich da vortastet und eben ja, die Probe sehr sanft entnimmt. Und das ist definitiv eine Möglichkeit, um eben auch das, ja, das Personal zu schützen, wenn es in Situationen käme, in denen mit potenziell infektiösem Material gearbeitet werden muss. Das ist also natürlich nicht nur bei Corona der Fall, das ist jetzt natürlich ein aktuelles Thema, was uns alle weltweit betrifft, aber gerade auch vor dem Hintergrund der notwendigen, gerade auch in einem Flächenland wie Niedersachsen, der Notwendigkeit der Telemedizin werden Roboter sicherlich in Zukunft immer wichtiger werden. Ja, Telemedizin, das ist sicher auch nochmal ein spannendes eigenes Thema. Wir wollten auch ein bisschen über Ausbildung von Fachpersonal sprechen. Was meinen Sie denn in anderen Bereichen, innovativen Bereichen, ist der Austausch zwischen Experten und Expertinnen sehr wichtig? Wie schätzen Sie da die Lage in der Robotik ein? Herr Frümmel, haben Sie da eine Meinung zu? Eine Meinung habe ich auf jeden Fall, dass diese Meetings deutlich zu wenig stattfinden. Also man muss sagen, es gibt Kongresse, immer mehr, die sich mit dem Thema Robotik beschäftigen, aber wir haben halt in Deutschland noch relativ wenige Anwender. Das ist das Problem. Die Anwendertreffen finden eigentlich bis jetzt nur statt auf Initiative der herstellenden Firma. Man trifft sich auf solchen Meetings und kann sich austauschen. Das ist immer hilfreich, weil man hat ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ist immer noch dankbar, wenn man von außen ein paar Impulse kriegt. Wie machen die das? Wie machen wir das? Sodass man sich die besten Sachen da rausziehen kann. Aber auf Kongressen zum Beispiel, man trifft nicht so viele Leute, die selber Erfahrung mit dem System haben. Ich hoffe, das wird mehr, aber im Moment ja, gibt es das einfach noch nicht. Schön wäre es, wenn es das in Zukunft deutlich mehr gäbe. Frau Grischke, können Sie das bestätigen? Ja, absolut. Also da ist tatsächlich noch großer Nachholbedarf. Aber da können ja letztendlich die Ärzte oder Ärztinnen auch nichts dafür, dass sie da noch kein Interesse haben, weil natürlich, solange die Systeme nicht so verfügbar sind, wie man sich das wünscht, kann man das natürlich auch verstehen. Und deshalb gilt es, die Voraussetzungen zu schaffen, damit Robotik eine relevante Rolle in der Entwicklung unseres Gesundheitswesens einnehmen kann, zu stellen. Und dafür versuchen wir in einem aktuellen Projekt der Gemeinnützigen Robokin-Stiftung, das Projekt heißt Troja, taktile Robotik im Arbeitsumfeld, im Gesundheitswesen und in der Pflege, versuchen wir jetzt gerade die Stakeholder miteinander zu vernetzen, darüber ins Gespräch zu kommen, wie können wir die Grundlagen schaffen, um Aus- und Weiterbildung im Bereich Robotik in die Curricula zu bringen. Wir sprechen hier mit der KH-Akademie, um das in der Pflegeausbildung entsprechend umzusetzen. Auch mit der MRH sprechen wir. Aber da gibt es natürlich auch noch die Ministerien, mit denen wir dann gemeinsam eine Strategie entwickeln wollen, wie diese Umsetzung voranbringen können. Und wenn Sie sich etwas wünschen dürften, was wäre das denn, Frau Dr. Grischke? Wenn ich mir etwas wünschen dürfte? Oh, ja. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir weniger on-demand arbeiten, also uns weniger darauf konzentrieren, was aktuell gebraucht wird, sondern strategischer denken, daran denken, was kommt in Zukunft. Wir sehen ja jetzt mit den aktuellen politischen Ereignissen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man sich unabhängig macht. Und Robotik kann ein wichtiger Beitrag dazu sein, unsere Wertschöpfungsketten leistungsstärker zu machen. Und deshalb sollten wir an dieser Stelle daran arbeiten, eine Strategie zu entwickeln, wie wir unsere Fachkräfte auf die Transformation im Gesundheitswesen vorbereiten können, auch wenn wir den Bedarf im Moment nicht konkret sehen. Also in die Zukunft gerichtet strategisch denken, das klingt sehr sinnvoll. Herr Frümmel, was wären denn Ihre Wünsche an die Zukunft? Also ich bin ein bescheidener Mensch, ich habe nur ganz kleine Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass diese Systeme den Patienten deutlich zugänglicher wären. Weil ich sehe seit 8 Jahren und jetzt seit 2 Jahren, seit wir mit 2 neuen Modulen für die komplette Knie- und Hüftprothese arbeiten können,
was für Vorteile das System bringt und was für Vorteile auch die Patienten davon hätten. Aber da die Systeme so teuer sind und die Kliniken sich davor scheuen, diese Investitionen zu tätigen, weil sie einfach draufzahlen müssen, kommen viel zu wenige Patienten in den Genuss dieses Gerätes und dieser Technik. Das wäre mein Wunsch, dass man einfach deutlich besser so ein System finanzieren kann, damit man flächendeckender die Patienten versorgen kann. Also letzten Endes wahrscheinlich auch, was das Thema Erstattung angeht. Darüber finanziert sich sowas. Also entweder müsste man einen Zuschuss bekommen können, um überhaupt so ein Robotersystem anschaffen zu können. Oder es muss sich natürlich in irgendeiner Form bezahlt machen, dass man einen Roboter benutzt, weil einfach die Ergebnisse auch laut großen Studien besser sind und dementsprechend zumindest die Einmalmaterialien, die man zusätzlich zu der händischen Operation einkaufen muss, dass man zumindest diese erstattet bekommt. Ich glaube, dann würden ganz viele Kliniken sich auch trauen, so ein System anzuschaffen, denn im Moment ist es noch ein Risikoinvestment. Also man weiß nicht, zahlt es sich aus oder zahlt es sich nicht aus. Und man muss schon eine Patientenfallzahlsteigerung im Moment haben unter dem System, wie es läuft, damit man überhaupt es finanzieren kann. Danke Ihnen für die Antworten. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Vielleicht kann mir die Frau Dr. Grischke beantworten. Und zwar stellt sich natürlich immer auch die Frage nach dem Ländervergleich. Wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Sind wir da in Deutschland hinterher oder wie ist der Vergleich? Also tatsächlich ist es so, dass wir im Moment sogar einen Vorsprung genießen gegenüber anderen Ländern. Also wir haben als Bundesland Niedersachsen sind wir in den Entwicklungen, gerade was die Aus- und Weiterbildung im Bereich der taktilen Robotik angeht, eine ganze Nasenlänge voraus. Aber wir wissen natürlich, die anderen Bundesländer, aber auch im internationalen Vergleich, schlafen nicht und so ein Vorsprung kann auch ganz schnell wieder verloren gehen. Deswegen heißt es jetzt nicht einen Gang runterschalten, sondern richtig Gas geben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir wollen Gas geben mit der Robotik in der Medizin, sowohl was finanzielle Ausstattung angeht, als auch was das Abbauen von Hemmschwellen angeht. Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch Fragen haben, dann blenden wir Ihnen hier gerne die Kontaktdaten unserer Gäste ein. Vielleicht haben Sie selber Anknüpfungspunkte oder Dinge, die Sie noch mal diskutieren wollen, melden Sie sich gerne bei uns. Und ansonsten haben wir für Sie hier die nächsten Talks. Am 1.4. sehen wir uns um 10 Uhr wieder zum Follow-up Care Goes Digital. Und danach starten wir mit einem Talk mit Gamification zu mehr Gesundheit, gewichtiger Helfer oder bloße Spielerei. Ja, ich danke Ihnen und unseren Zuschauern und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende.